Hat ihn dann verlassen. Ja, das bisschen Hintergrundmusik, was ich habe, hörst du das oder ist das Nö, schon von dir kommt nicht. zu? Alles klar, super. Gut, Genau. Also wir haben schon die Winterpause, haben wir schon angekratzt und ja, glaube ich, weil es ist schon eine Weile her. Aber ich glaube, es wird spaßig. Dann mal gucken, was nachher bei dir los ist. Und vielleicht lassen sie dann ja vom Balkon irgendwelche Dinge los oder muss man abwarten. Also hier, wie gesagt, hier bei mir ist auch komplette Ruhe. Tatsächlich, also ich lebe ja hier irgendwie so in einer Einbahnstraße. Ich habe immer noch dieses digitale Fußmachfeld vor mir ans Bildschirm. Also ich sehe jetzt tatsächlich noch gar nicht, wie weit du jetzt irgendwie bist. Alles gut. Also, ja, genau, jetzt sehe ich Anstoß 3 und genau, jetzt bin ich dabei. Nee, jetzt bin ich dabei, wo du jetzt gerade, also den Neustart, jetzt Ach bin ich so. dabei. Genau, Hat genau. er irgendwie den Screen nicht übernommen? Genau. Ich wollte noch mal. Genau, Training war, glaube ich, alles eingestellt so. Also ich sehe gerade tatsächlich das Bild hängt irgendwie so 20 Sekunden hinter deiner Sprache hinterher. Du warst schon irgendwie so 20 Sekunden eher so bei Brodersen, bevor es. Ja, das sollte vielleicht so. Ja, aber dann müsste ich, warte mal, dann müsste ich das hier alles wieder Hey, umstellen. Genau, ich muss dich umswitchen. Ich muss dich bye. Genau.
Hörst du mich? Reden wir wieder noch. Oder? Der Fehler liegt garantiert bei mir. Also ich höre dich jetzt auch nicht immer im Chat. Moment. Der Fehler liegt bestimmt bei mir. Mal wieder umgesteckt, weil ich kann dich über nee, kann ich dich nicht Ich glaube, das. hören. Naja. Hatte ich vorher, hab's dann aber auch laut gestellt und konnte dich danach aber auch trotzdem nicht hören. Also von daher, Nee, also ja, dann hänge ich das jetzt. sind Genau. ein Trainer und 108. Genau, also ja, hab ich jetzt auch, Rollersen habe ich jetzt auch offen. Ja. Beste Freund, Tashki. Bei Anschluss 3 war es doch, glaube ich, so, dass man doch dann auch genau. Vielleicht auch dann, ja. Wie jetzt gerade aus dem Also bei mir Discord läuft ganz normal. Ich habe immer noch das Bild von Sven Brolasen vor mir. Das ist. jetzt nicht hier. Nein. Ich wollte einfach nur sagen, wie weit ich gerade bin, irgendwie so. Also ich sehe die Maus dann jetzt irgendwie nach links oben wandern. Also das wahrscheinlich das, was du vor eine Minute schon getan hast. Ich versuche das hier irgendwie ein bisschen zu fixen, wie ich das besser bekomme. Die später. Kannst du das vielleicht bei dir im Stream einstellen, dass jeder selbst entscheiden kann, mit wie viel Bildqualität er arbeiten möchte? Weil ich merke tatsächlich, also ich schaue dich gerade an, Beim sondern. Zahn Genau, ja, genau. kann Aber ich da nur steht, als das kann ich aber tatsächlich, dass du nur in 1080 mal 60 ja genau das kann Streams. Und ja, ich wenn nur du. bei Partnern ist Okay, kann nur einer auf diese. weil ich habe, wenn du WoT am Stream bist, da habe ich die Möglichkeit, dass ich so zwischen 160
Und eben dieses 1080 wechseln kann, weißt du? Also ich kann 160, 320, 480 Pixel. Und ich habe tatsächlich so eine alte Rennsemmel hier, die dann 380. Und ich sehe, aber ich sehe dich trotzdem in der HD, weißt du? Aber es ist von der Geschwindigkeit her, merke ich gerade, und deswegen hänge ich auch hinterher, wie ich das gerade sagte, so ungefähr so 30 Sekunden, weil du gerade tatsächlich herausgibst aus 1080. Da haben wir die Problematik schon gefunden, aber ist ja keine Thematik. Ich schreie dann irgendwie so 30 Sekunden später das Tor, was wir geschossen haben, nach. Jetzt mal zum realen Fußball. Was würdest du sagen, wenn wir Max Möller-Daly tatsächlich wieder zurückleihen Halt. würden? Also Halte ich bei auch einmal für bei St. Unsinn, Pauli ja. gespielt haben, so irgendwie die und dann zurück. Die haben irgendwie nichts mehr gebracht, ne? Leider irgendwie. Warte mal, wenn ich dich jetzt hier streamtechnisch auch noch über, das muss doch auch laufen, über das Smartphone. Nö. Will er was? Ja, aber da habe ich tatsächlich, und würde ich sowas auch nicht, drauf machen. Es sei denn, ich bekomme es wirklich gebacken. Jetzt warte mal. Zehn Sekunden Werbung habe ich jetzt. Ich habe jetzt auf dem Smartphone das auch angetan. Es sei denn, ich würde selber streamen, dann würde ich tatsächlich solche Dinge drauf machen. Aber ich verstehe es nicht. Wenn ich ehrlich, ist mir auch noch nicht ganz klar. Ich bin da irgendwie noch so ein bisschen, ich möchte so wenig wie möglich Programme, Fremdprogramme auf meinem Rechner haben. Ja, ich bin ein bisschen komisch. Aber jetzt tatsächlich, ich hab dich auf dem Smartphone und jetzt kann ich live mitsehen, was du so machst. Du bist ja irgendwie Nationaltrainer, glaube ich, ne? Du bist ja Nationaltrainer von Deutschland. Dann bist du komplett weg, genau, dann bist du komplett weg. Ich meine, es gibt ordentlich Kohle, ich meine, das darf man nicht vergessen. Aber ich würde aufstellen, wie, keine Ahnung, ich würde Torhüter als Stürmer aufstellen, Stürmer als Torhüter. Nein, ich will ja auch nicht so unauf. Genau. Also es geht ja darum, dass du wirklich erfolgreich bist.
Ja. Das finde ich sehr cool, auf jeden Fall, weil Konter ging ja irgendwie gar nicht so. Da hat sich echt. Hat sich ja mal selber mit seinen. Eigentlich sollten wir unseren nächsten Gegner ja schlagen. Locker. Aber nie vergessen, Jungs. Auch eine blinde Katze stößt mal auf eine tote Ratte. Kann passieren. Also ich habe jetzt zu den Sprüchen extra nichts gesagt, weil mir wäre nichts eingefallen. Ich hätte auch nur einfach geklickt. Ich werde so. Okay. Live aus St. Pauli, von St. Pauli. Ja, genau. Also ich würde gerade mehr mitfiebern, wenn es am St. Pauli-Spiel wäre. Aber ein Deutschlandspiel, Groß und rot. gerade gegen Bosnien-Herzegowina. Spielt so weiter, Und mehr Jungs, bis wir Angriff will führen. ich geben. Ja, aber du spielst 4-3-3. Das ist ja schon irgendwie völlige Attacke.
Dann soll der Gegner das doch spüren. Oder so. Vier, fünf, eins, null für die Offensive. Ja. Ja, das ist wirklich. Das ist recht, ja. Ja, wäre lieber ein dreckigen Sieg als gar kein Sieg, oder? Ich meine, noch führst du 1-0. Das ist. Das war mein Smartphone, das ist für mich jetzt. Ich denke gerade. Was hat er jetzt? Hab ich ja nie gehört. Ja, das ist richtig. Also mit dieser Führung da wird ja gar nichts passieren. Kann ich dann endlich. Das wäre cool jetzt, ne? Also jetzt hast du mal wieder so ein bisschen. Oh, ist voll egal, das war gerade abgeht.
Läuft gut, ja, läuft gut mit der Nationalmannschaft. Das ist recht. Jetzt ist ja auch mal die Training. Sind irgendwie nicht dabei. Der Jungspund gerade, den du hattest, der 9 Millionen gekostet hat, das wäre schon, glaube ich, einer gewesen. Ja, das glaube ich auch. Okay, egal. Junge. Das Ja, für diesen Preis war niemand dabei. Das ist ja klar. Also ich sehe, ich bin auch selbst beim Smartphone so ungefähr so 20 Sekunden, 10, 10, 15 Sekunden. Hinter dir. Das nee, du nicht. Ich kann meine Qualität selber runterstellen. Ja. Nee, das macht überhaupt keinen Sinn. Nächste Spieltag gegen VfB Stuttgart. Genau, jetzt erstmal diese Winterpause. So, wir sind auf jeden Fall jetzt im Training.
Ja. Ja. Die sind alle geheilt vom Club. Begreife. Die haben Kondition.
Butler. Das ist eine gute Frage, natürlich. Möhrenkuchen, genau, Möhrenkuchen. Ja, du bist. Ja, gut.
Welches? Ich bin ehrlich, ich habe einen Hals mit meinem Mund und ich ihr macht weiter. Uksch. Uksch mit der Hacke. Ausgerechnet Uksch. Einer Lufer macht da mal Hackentrick. Das ist doch immer so, dass St. Pauli, ehemalige St. Pauli-Spieler irgendwie gegen St. Pauli. Also hat immer noch. Sorry. Ist okay. Jo. Oh, jetzt müssen wir aber noch langsam euch mal. Gegen Hannover ist natürlich ja ein schweres Pflaster, ja, da hast du recht. Aber die sind schon relativ gut. Was warum der Marvin Jobs? Ja.
macht einen Hackentrick nach mit dem Rücken zum Tor, macht ein Tor. Jetzt irgendwie aus der Luft direkt genommen, irgendwie. Marvin Ducks. Am Torhüter wird es wahrscheinlich nicht liegen. Glaube ich nicht, nee. Was denn trotzdem? Ja. Dann noch beschweren und nachfragen. Marvin. Aber zweite. Das wäre zu hoch, dann so viel von welcher. Man nur Duchs und Duchs. Ah, sicher, Marvin Dux. Oh, hier, ja, wunderbar. Ah, ist das ein toller. Ah, ich würde sagen. Thank you.
Ja, aber um Marvin zurückzuholen, das dürfte man nicht hier machen. Nochmal, er ist ein Söldner. Er ist von uns gegangen. Deutschland. Ich guck mal. Eins Komma eins Millionen hast du jetzt zum freien Verkauf übrig, oder wie ist das gerechnet? Was ist denn mit dem los? Er ist zufrieden, negativ, verletzt und Konditionen null. Was denn mit Duxch? Mir würde einfach nur einfallen, dass Dux auf gar keinen Bock mehr hat auf St. Pauli. Dass er jetzt gerade irgendwie was Böses anzeigt. Nee, nee, nee. Irgendwann kommt. Ja, bestimmt. Das glaube ich auch, ja. Thank you.
noch exorbitant gut. Das ist natürlich, nee, das weiß ich gerade auch nicht. Aber er war doch bekannt, glaube ich, dafür, oder? Ja, Spöder. Nee, die Kehle schmeißen wirklich nicht so viel raus. Ne? Ja, aber ich denke mal, er war irgendwie so eine rechte Knoche, weißt du, an dem bist du nicht vorbeigekommen. Genau. Weiter so. Dann ist die. So, mit welchem Team? AS Rom, ja. Hans-Peter Briel, damals AS Rom. Er hieß in der Saison. Allemal und überhaupt, es ist anders als man glaubt. Nee, später. Ja. Allemal und überhaupt, es ist anders als man glaubt. Früher? Er wurde okay. Erst nur. Mann, ey. Hans-Peter Briegel. Nein, den gibt's ja nicht. Gibt's nicht, okay. Christisch, es gibt Westertal. Ja. Wüsste ich jetzt auch nichts von. Ne? Unglaublich, aber wahr. Das ist doch aber die nächste Antwort. Die Transfer. Okay. Thank you.
Ja. FC St. Pauli, schalalalalala. FC St. Pauli. Ja, okay.
Garantiert, ja. Du musst Interviews annehmen. Und Interviews geben. Genau. Diesen Mist musst du machen, ja genau.
Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich. Ja, also ich würde sagen, hey, auf ins Netz und genau. Das ist schon eine Ansage, oder? Der Fußball ist so eingerichtet, dass jeden Augenblick der Schwächste der Stärkste und der Dümmste der Klügste sein kann. Das ist unsere Chance. Deshalb können auch wir heute gewinnen. Die Leute. Ich habe auch das Problem. Ja. Wow. Ja. Das sollten wir jetzt tatsächlich. Ich mache den Monitor auf groß jetzt. Und den Monitor. Monitor ist groß, ne? Ja, genau. Super. Meh, und gleich irgendwie so eine. Aber mal. Ja, gerne. And hooray, hooray, hooray. FC
Sesam, Pauli. Das ist das Gegenteil. Ah, elf Meter, ja, so ist das funktioniert. Du bist ein Support irgendwie. Nimm mir mal nicht, sich den Ball zu rennen. Ja. Tor. Durch Himmelmann. Ja, hallo, hallo. Das ist so typisch mit Andrej. Das ist tatsächlich nur noch ein Miller-Tor. Und jetzt sei froh, dass Himmelmann das Tor getan hat. Weil ansonsten wärst du jetzt irgendwie so 4 Punkte vom oben entfernt. Ja, genau. Vorlage Borini. Borini muss ich jetzt noch. Hooray, hooray, hooray! Das schießt sich dafür. Okay. Aber steht 3:1 für uns Juden, ne? 11 Meter auf St. Pauli. Ist das schlecht? Keiner wird es an, keiner wird es war. Ja. Quasi schon, ne? Ja.
Der hat sich allemal gelohnt, da hast du vollkommen recht, ja. Ah, guck dir. Ja, ich bin gerade dabei. Ja, wow. Das ist schon irgendwie so träumlich, ne? Das ist wirklich so träumlich. Ja. Ja, leider. Genau, ab morgen geht das los und ich zeige dir, was ich kann. Genau. And hooray, hooray, hooray. Ja, es ist alles irgendwie so ein bisschen, aber ich hätte das, ich glaube, ich hätte das Letzte genommen. Please. Ja. Ja, jetzt. Da ist irgendwie gar nichts dabei, oder? Also so wie ich das gerade überblicke, da ist gar nichts dabei, ne? Ein bisschen viel teuer, oder? Ja, hat er doch nicht so geschafft, ne?
Ja, glaube ich auch. Ich glaube, die Aktien, ja, ich glaube, die Aktien, die sind nicht stark hochgegangen. Das glaube ich nicht. Na, wie man sieht, alles im Raum, nicht? Okay. Ja, und gewinnen gleich irgendwie so auf 100%, weil, okay. Das wäre garantiert sehr, sehr gut, ja.
Ja, das solltest du wirklich machen haben, weil, ja, Luschi. Genau. Okay. Ja, ich habe es verstanden. Ja, bitte. Hallo? Ah, okay. Ich habe gedacht, du warst einfach mal so mundtot, irgendwie. Okay. Sollte man einstellen können, da hast du vollkommen recht, ja. Ja. Ja, aber ja, genau, also von daher bin ich auch so da so ein bisschen still, weil Nationalmannschaft interessiert mich gar nicht, irgendwie so.
Och. Ja. Jerusalem, Jerusalem. Jetzt mal ganz ehrlich, was würde abgehen, jetzt tatsächlich, wenn es dieses Länderspiel geben würde und es so ausgehen würde, das würde doch hier. Okay, also ich kann nicht. Ja, so 1 zu 6, 1 zu 8, 1 zu 12 oder so. Aber das kostet schon ganz, 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 ganz viel Kraft. 1 zu 1. Ja, okay. Ist mit deiner Übertragung mal wieder bis. Ja, ich hänge tatsächlich hinterher. Da hast du recht. Ich. Läuft hervorragend, ja, tatsächlich. Also, wir stehen oben und FC St. Pauli. Ja, genau. Also, irgendwie so 25 Sekunden hänge ich vor dir oder nach dir. Jetzt so nach dem. Also du hörst mich sofort, wenn ich jetzt mit dir rede, hörst du mich sofort, ne? Ja, okay. Das wäre schon die Sensation irgendwie. Aus. Das Spiel ist aus. Ich sehe das ohne meine Brille nicht so wirklich. Ne? Nein, hier tatsächlich auch gar nicht. Normalerweise ist die Straße hier auch um diese Uhrzeit total voll.
2 zu 1. Gewonnen ist gewonnen, oder? Ist egal wie. Jo. Irgendwie nicht so hinterher. Okay. Ja, glaube ich auch, ne? Heute kann der kleinste, aber auch der minimal kleinste Fehler das Spiel entscheiden. Bitte seid hellwach! Gewonnen oder? Ja, okay, ja.
1 zu, hallo. Also im Platz nochmal. Jungs, in den ersten Minuten seid bitte besonders vorsichtig. Dann ganz normal weiterspielen. Okay. Das ist immer noch Zweiter und ist ja immer noch alles zu holen. Ja.
für ein bisschen Haken. Wow, okay. Mit was für einem Programm wärst du das durchlaufen? Ach nee, ja, nee, ist okay. Ich bin hier wieder bei meinem anderen Spiel, wo ich wieder mehr. Okay. Soll ich? Ja, ich bin. La 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 la. Ja, warum nicht? Nein. Okay. Und wer bist du dann? Ja, ich bin gerade auch voll am Überlegen, wer das gerade ist. Ich komme auch nicht auf den Namen. Bartstube. Wenn du schon ja, bestimmt. Ja,
Ja, sollte man mal in Angriff nehmen, nicht? Also. Wow. Siebenhunderttausend ist schon eine Ansage, ne? Ja, aber die Medien immer noch. Ja, bei der Fans ist sehr gut, aber bei den Medien natürlich. Du musst den Medien musst du mehr sag schon hier, wie heißt das denn? Gespräch anbieten. Interview anbieten. Und wenn du umso mehr Interviews du machst und du und wenn du die gut abschließt, dann steigst du auch in den Medien. Ich meine aber jetzt mal ehrlich, wen interessiert denn Medien? Genau. Danke.
Ja, gewalttätig vielleicht in den letzten 10 Minuten oder so, wenn es irgendwie so. Okay. Ja, denn mal, Alerta. Wollte ich gerade sagen, irgendwie, ne? Also es ist, gleich mal antesten. Ja. Jungs, auf dem Papier ist das eine leichte Aufgabe. Aber die Wäre werden ich jetzt der wahrscheinlich viel Manager oder anstrengender. Trainer, ich würde sang- und klanglos dagegen unternehmen. Ich bin gespannt. Hallo. Ich habe noch niemals mal Pi Bier geholt, weißt du? Und wir liegen schon Was zurück. denn? Ja. Ach, 5 zu 2, weißt du? Also es geht 5 zu 2 aus, glaube ich.
Ich glaube, das geht voll in die Hose. Ball rollt ins Tor. Wenn man dahin kommt. Ja. Das ist echt so gut. Also, wenn Sie das vor 10 Jahren. Zwei ist erst die Halbzeit. Ich habe das Spiel schon durch. Das sollte man tun, ja. Das ist immer wichtig, ja. Das wäre schon was, ja, das wäre schon. Ich habe vorhin auf YouTube
eine Stunde 15 Minuten irgendwie so St. Pauli-Chants für genau. Ja, okay. Ja, 4-3-3 ist schon eine ordentliche Ansage, ne, an den Gegnern. Wenn man es. Und wenn man 4. Ja, deswegen ja, also das ist schon eine Ansage. Ich würde vielleicht auf 4-4-2 Raute umsteigen. Doch, hast du doch. Mit einem Auswechselspieler kriegst du das doch gebacken. Ja, ZB. Und vielleicht über die Mitte spielen, genau. Okay. Jetzt noch ein SB? Ey, was ist das? Bah. Ja, offenbar ist es gut gemacht. Das ist ziemlich offensiv jetzt, ne? Ja, würde ich auch so. Brechstange, ich würde jetzt auch alles reingeben. Ja.
Ja. Ach, Nick. Ja, möchte ich auch gar nicht lesen, weil umso mehr regt man sich ja auf, weißt du? Wieso, warum nur so ein blöder Punkt gewinnen gegen 10 Leute? Ja, das ist recht. Das ist jetzt vier Punkte, glaube ich, ne? Oder wie viel waren das, was du versprochen hast? Ein Punkt. Ja. Sind alle über die linke Seite gekommen, ne? Also das, ja, jetzt von dir gesehen rechte Seite, genau, also von mir gesehen die linke Seite, von dir gesehen die rechte Seite. Da hast du recht, ja. Das ist schon, wow. Das würde ich auch machen, ja. Das würde ich machen. Wenn, aber, ich meine, du weißt auch, Anschluss 3, ne, er wird jetzt zu größenwahnsinnig wahrscheinlich und fordert irgendwie. Ja, ich bin gespannt. Aber ich würde ihm auch was anbieten, ja. Jeder, mach auch mal. Okay. Okay. Ja, aber er ist schon okay, der Spiel. Also okay, ne? Und er kann ordentlich helfen, glaube ich. Ja, gehe ich auch von aus. Mhm.
und wohnst nicht mehr in der Baracke. Ja, aber das ist ja normal. Du singst bei den Fans. Und steigst bei den Medien. Minuten noch dieses beschissene Jahr. Genau. Vor 23.30 Uhr. So. Heute erwarte ich höchste Konzentration. Wir haben es mit einem gleichwertigen Gegner zu tun.
Nein, ihr lauft aber auch wirklich keinen Schritt zu viel. Nicht ein! Achso, ja, nee, früh, sonst war der besser. Da macht er die. My kids.
Ja, aber
Die Gäste gehen hier zum Angriff über. Ja, das mit dem Angriff ist ein gutes Stichwort. Für mich sehbar. Ja, logisch, aber... Das ist voll viel mehr. Ansonsten. Also hier haben wir. Ja. Auch du groß, ne? Ja. Was kann noch schlimmer kommen? Jetzt mal ganz ehrlich, was kann noch schlimmer kommen? Und wenn ich das jetzt vergleiche. Ja. Gut ziehen. Thank you.
Ich weiß nicht, ob ich aber zu neid sein sollte oder ob ich irgendwie so, ja, das jetzt so lieber so, wo ich jetzt hier bin. Wenn es auch irgendwie nicht so. Ich überhaupt nicht sagen. Deswegen. Ja, jetzt. Ja, ich glaube, jetzt gleich den Flug bei dir. Ne? Also, ich glaube, ich habe dir bei mir. Habe ich die totale Ruhe gegeben. Nee, ich habe. Tatsächlich. Ja, ich sagte ja gerade, ich glaube, jetzt gleich geht es von dir los. Ne? In der Heimat wird jetzt gleich am Platz geplant ohne Ende. Ist es jetzt? Genau. Großen, ich wünsche dir einen guten Flug nach 2021. Es kann wirklich nur noch alles besser werden. Ich freue mich, dich in ein paar Tagen wieder zu hören. Mach das Beste draus. Ja? Genau, das war scheiße genug. Ja, aber es passt. Er hat den Song des. Ja, tatsächlich. Junge, ich würde sagen. Genau. Großen, ich wünsche dir, wie gesagt, guten Flug. Komm gut an. Wir hören uns gesund in ein, zwei Tagen wieder. Ich wünsche dir was. Tschüss.